Heute ist es die Zahl 4, die möglicherweise die wichtigste ist. Ich bin hier, Shin Bashi. Erstmal, bevor ich von der 4 erzähle, ein bisschen was zum Hintergrund. Das ist die neue Brücke, wörtlich übersetzt, also eine der, naja, typischen bekannten Stationen hier. Man sieht, es ist ähnlich laut wie dort, wo ich sonst öfter mal bin, Shibuya. Und ein ganz wichtiges, ein markantes Zeichen, eigentlich fast die meisten Stationen haben irgendein bekanntes Zeichen, wo man sich verabredet. Im Hintergrund ist es the Steam Engine, die Dampflok im Hintergrund. Wenn man sich hier verabredet, dann geht man normalerweise hier hin und wartet dann aufeinander. Sie sehen, da steht schon der eine oder andere nicht abgeholte, während hier auf der anderen Seite die Züge eben hin und her fahren. Und das Ganze auf mehreren Ebenen, das täuscht so ein bisschen. Also das ist ein bisschen größer als das, wie es hier im Hintergrund aussieht. Auch wenn es hier nur einer der lokalen Bahnhöfe von Tokio ist, das geht auf vielen Ebenen, viele, viele verschiedene Linien, die hier fahren und sich treffen auf, naja, in alle Himmelsrichtungen sich wieder verstreuen. Aber ich habe die Zahl 4 genannt, deshalb will ich da nochmal drauf eingehen, denn ganz, ganz viele Märkte bewegen sich aktuell, so sieht es zumindest mal aus, in einer vierten Welle. So kann man es zumindest mal erahnen aktuell im Chart. Denn wenn ich mir zum Beispiel den DAX angucke, der ist ja nun tapfer nach oben gegangen und hat jetzt im Moment, wer genau drauf guckt, so Viertelstunden-Chart beispielsweise, ein bisschen Verschnaufpause eingelegt. Nichts Dramatisches, keine Panik, kein Verkaufsdruck, aber es geht eben nach unten und dementsprechend ist es eher ein Zeichen dafür, dass das eine Korrektur ist. Und so, wer sich jetzt die Geschichte mal ein bisschen angeguckt hat, wie der Kurs schon vorher gelaufen hat, der sieht, es ist nicht die erste Korrektur. Insofern denke ich mal, die zweite Welle kann es offensichtlich nicht sein, dann müsste es ja die vierte sein. Und da ist jetzt nur die Frage, in welcher Zählung? Oh Gott, das klingt alles wahnsinnig kompliziert. Gucken Sie sich's mal an. Die Profis, die werden sehen, naja, also wenn es die vierte ist, kommt auf jeden Fall noch eine fünfte. Wenn Sie sowas wie Dow-Theorie oder sowas wie Trendfolge oder sowas angucken, dann sehen Sie auch Schübe nach oben, wackelig nach unten. Es müsste also nochmal nach oben gehen und dann scheint die 11.900 auch nicht wirklich mehr ein Problem zu sein. Ich gehe davon aus, dass der Kurs das Ganze nochmal übersteigt. Jetzt ist nur die Frage, wann und wo reingehen. Das weiß ich jetzt auch nicht. Das hängt nämlich jetzt davon ab, wie sich die nächste Entwicklung in der Korrektur noch bewegt. Und deshalb ist es für mich immer ganz wichtig, Setup und Trigger zu haben. Das heißt, dass der Kurs auch das Ganze bestätigt. Das ist jetzt noch relativ früh, aber vielleicht ein neues Hobby für heute Nachmittag, da mal drauf zu gucken. Und wenn Sie dessen noch nicht überdrüssig sind, können Sie mal bei Brent gucken. Auch hier haben wir eine ähnliche Situation. Ich hatte ja diese etwas größere Korrektur im Stundenchart beispielsweise mal angesprochen. Der Kurs da ja tapfer korrektiv unterwegs. Und auch hier sieht es im Moment aus, als ob wir in einer vierten Welle sind und dann die 57 nochmal nach oben auf jeden Fall rauszunehmen ist. Ähnlich allerdings mit anderen Marken, sicherlich auch bei WTI, also beim amerikanischen Öl. Aber das, was ich jetzt gesagt hatte, das bezieht sich natürlich eher jetzt auf Brent und dementsprechend auf London Oil. Hier also die Situation auch eher nochmal für nach oben in der vierten Welle, jetzt nach unten ein bisschen und dann erwarten, dass der Kurs nach oben kommt. Bei Brent interessant die Situation aktuell, dieser Rücksetzer, diese vierte Welle läuft auf eine Unterstützung gerade. Da werden wir jetzt sehen, prallt er da ab, Punkt 1, und zweitens triggert er nach oben. Das können Sie natürlich gucken, indem Sie prüfen, ob er das letzte Zwischenhoch dann auch tatsächlich reißt oder wenn er das Zwischenhoch, naja, wenn Sie so lange nicht warten wollen, dann können Sie natürlich gucken, ob Sie auf einer kleineren Zeitebene wieder Dynamik und Korrektur haben und dann eben ein bisschen zeitnaher da rein können. Das geht da ohne weiteres. Also Öl auf jeden Fall mal angucken. So, vierte Welle auch interessant beim Euro gegen US-Dollar. Auch hier auf Stunde, aber andersrum, nämlich nach unten gerichtet. Achten Sie mal drauf, der Kurs ist hier ziemlich zügig nach unten gelaufen, eine Bewegung nach unten, dann eine große Korrektur, danach einen langen Absacker nach unten, kann man sagen. Und jetzt im Moment wackelig zur Seite, leicht nach oben. Also ebenfalls hier die vierte Welle im Moment nicht so unattraktiv. Dementsprechend achten Sie mal drauf, ob Sie da an der Stelle nicht mal gucken wollen, ob Sie sich für einen Short nochmal begeistern können, wenn der Markt diesen natürlich triggert. Da haben wir schon mehrfach drüber gesprochen. Wenn Sie das mit dem Trigger noch nicht so richtig drauf haben, dann gucken Sie hin und wieder mal rein im Trade des Tages. Da haben wir heute einen Hidden Gem, wie ich es genannt habe. Also so ein bisschen Edelstein. Dann sicherlich bei vielen nicht auf der ersten Wunschliste, aber warum soll man es nicht mitnehmen, wenn da ein schönes Signal gerade ist? So haben wir es uns zumindest mal gedacht und auch dementsprechend bei uns hier in der Umsetzung. Wenn Sie wollen, gucken Sie sich das an oder aber auch weitere Informationen zu Trigger oder anderen Vorgehensweisen im Trade des Tages. So, ich lasse Sie jetzt alleine. Ich wünsche Ihnen heute einen tollen Freitagnachmittag. Es kommen 14:30 Daten. Da kann es natürlich Volatilität nochmal geben. Ansonsten einen erfolgreichen Nachmittag und anschließend ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin alles Gute.